Hallo und herzlich willkommen beim Blocktrainer Wochenrückblick für die Kalenderwoche 42. Wir haben eine sehr traurige News, aber auch positive News. Die seht ihr nach diesem kleinen Einblender. Starten wir mit der ersten News für die Kalenderwoche 42 und die ist leider sehr, sehr traurig und ich wünschte, ich müsste sie nicht vortragen. Es ist so, dass der Room 77 eine Bar in Berlin schließt. Diese Bar ist was Besonderes, nicht nur für Bitcoiner, für alle im Kryptospace. Denn diese Bar war der erste Laden, das erste Ladenlokal, was Deutschland überhaupt Bitcoin als Bezahlung akzeptiert hat. Also das allererste Unternehmen überhaupt. Auch ist hier der allererste Bitcoin und mittlerweile auch der bekannteste Bitcoin-Stammtisch gegründet worden, der jetzt natürlich auch einen neuen Platz suchen muss. Jörg Platzer hat diesen Szenetreff damals gegründet und ja, jetzt muss man leider davon Abschied nehmen. Grund für die Schließung ist nicht nur Corona, sondern auch die Gentrifizierung, da in Berlin viele Szeneviertel mittlerweile von Maklern, großen Unternehmern aufgekauft werden und dort eben ja alles modernisiert wird. Damit einher geht auch die steigenden Mietpreise und das alles ja in Kombination hat jetzt leider dazu geführt, dass der Room 77 schließen muss. Ein wirklich, wirklich ja, eine traurige News. Kommen wir zur nächsten News, Tresor. Und Tresor gegen Ledger könnte man sie fast nennen. Ihr wisst es, Ledger benutzt die Software Ledger Live auf dem Computer als Desktop-Anwendung oder auf dem Smartphone als App. Und bei Tresor war es bislang so, dass man so eine Open-Source-Website hatte. Die konnte man sich auch runterladen, auch lokal ausführen. Jetzt muss man sich das Ganze als Problem so ein bisschen vorstellen, denn ich sag mal, der User, der jetzt nicht so technikaffin ist, der hat dann mit seinem Tresor versucht, über die Homepage eine Transaktion zu machen. Und wenn er auf einer sogenannten Phishing-Seite war, also einer Seite, die von einem Betrüger ist, aber genauso aussieht wie die echte Seite, dann kann das sein, dass während der User eine Transaktion machen möchte, diese Phishing-Seite aber eine andere Empfangsadresse angibt. Man sieht das zwar auf dem Tresor, aber viele kontrollieren die Adressen nicht ausgiebig. Ja, und auch an dieser Stelle, das müsst ihr natürlich immer tun, um genau sowas zu vermeiden. Aber wir selbst wurden erst vor kurzem noch von einer Person angeschrieben, die genau von sowas betroffen war und der Person wurden Bitcoin im Wert von 15.000 oder 20.000 Dollar geklaut. Das war auf jeden Fall ein harter Schlag. Ja, und das genau aus solchen Gründen, weil man schnell mal im richtigen Web auf so eine Seite landet. Wie gesagt, das ist kein grundlegendes Problem von Tresor, sondern eher ein Problem, dass man sagt, ja, man braucht vielleicht ein bisschen mehr Know-how für einen Tresor als für einen Ledger. Ja, und jetzt macht Tresor das Ledger nach und bringt ebenfalls eine Software-Wallet zum Herunterladen, zum Installieren für Mac und Windows und Linux. Die Software ist auch bereits als Beta verfügbar unter suite.tresor.io und da muss man aber auch dazu sagen, im Beta-Status würde ich es auch dem 0815-User noch nicht empfehlen, diese zu installieren. Ich freue mich aber, dass sie eine Software bringen. Das vermeidet auf jeden Fall das ein oder andere Risiko, dass dort Funds wegkommen, auch wenn man letztendlich sagen muss, dass natürlich die Verantwortung beim User liegt und bei einer korrekten Handhabe, zum Beispiel ich kontrolliere jede Adresse, die mein Tresor verschicken will, wäre das auch gar nicht passiert. Aber das passiert eben häufig mal, weil die Leute einfach leider manchmal nicht genau hinschauen oder sich nicht die Zeit nehmen, sowas in Ruhe zu machen. Die dritte News finde ich richtig krass und das ist einfach das Thema, was mich momentan unfassbar bullisch für Bitcoin stimmt. Es ist nämlich einfach so, dass jetzt das nächste Unternehmen bekannt gegeben hat, dass sie im Wert von 115 Millionen US-Dollar Bitcoin gekauft haben. Und zwar sind sie damit vor 3 Jahren schon angefangen. Es geht nämlich um das Unternehmen Stone Ridge Asset Management, einem Vermögensverwalter, der 10 Milliarden Dollar schwer ist. Also ein richtiger Bolide. Ja, und das Tochterunternehmen NYDIG, New York Digital Investment Group, hat eben ja, für ihre Kunden angefangen, vor bereits 3 Jahren in Bitcoin zu investieren oder Bitcoin zu kaufen. Das ist super krass und das Ganze ist jetzt von ihnen bekannt gemacht worden. Und das zeigt, dass sich das nächste Unternehmen öffentlich aufstellt, da es positiv gesehen wird, wenn man heutzutage als Unternehmen in Bitcoin investiert. Es gibt eine Seite, die nennt sich Bitcoin Treasuries, die erfasst das Ganze. Den Link findet ihr auch im Artikel, den ihr unten im angepinnten Kommentar habt. Und da sieht man eben die gesamten Investitionen von Unternehmen in Bitcoin und das ist total krass. Also erstmal MicroStrategy sind hier die Boliden derzeit mit 38.250 Bitcoin, was wirklich eine Menge ist. Wir sehen aber auch, und dafür muss ich mich mal ganz kurz ausblenden, wir sehen nämlich ja auch die restlichen Unternehmen wie auch Stone Ridge Holdings, die ja ebenfalls über die NYDIG, was ich gerade vorgelesen habe, 115 Millionen, also in etwa 10.889 Bitcoin investiert haben. So, und damit kommen wir auf eine Gesamtmenge von 620.000 Bitcoin, die mittlerweile von Unternehmen gekauft wurden. Und wenn wir uns hier die Liste mal anschauen, die ist nicht gerade lang.
Also mit anderen Worten, Grayscale führt das hier auf jeden Fall massiv an mit 456.000 und das ist ein Bolide. Wir sehen aber, dass viele andere da mittlerweile nachziehen. Also auch sowas wie CoinShares mit 69.000, aber MicroStrategy mit 38.000. Sind unfassbar viele Bitcoin. Und jetzt kommen wir genau auf den Punkt, der mich eben so massiv bei diesem Thema bullisch macht. Das sind gerade mal, ja, eine Seite voll Unternehmen. Jetzt stellt euch vor, dort steigen sämtliche US-amerikanische Unternehmen ein, Größen wie Apple, und stellt euch vor, das passiert nicht nur in den USA, sondern weltweit. Denkt dran, wir haben nur 21 Millionen Bitcoin und 620.000 davon liegen jetzt schon in Unternehmen. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie knapp dieses Gut jetzt langfristig wird und warum das so krass werden könnte. Über diese Thematik habe ich übrigens im Frag den Trainer auch schon gesprochen, seht ihr gleich im Abspann. Bevor ihr aber draufklickt, lasst mir doch bitte noch ein Like für das Video da, das hilft dem Algorithmus. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Das war's mit dem Wochenrückblick. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, einen guten Start in diese Woche und bis demnächst. Tschüss, Leute.